Ja, DG. Echt? Easy, jetzt? Ja. Geil. Läuft bei mir, ey. Oh, die Pack-a-Punch-Kamos. Oh, toll. Ich krieg die MK14 ab, krieg die DG, pack meine AKU weg, krieg eine MK14. Jetzt habe ich die USAS. Ich möchte vielleicht irgendwas in Punkte machen, Mann. Flammenwerfer. Galil, nice. Die nehme ich, Alter. Die ist jetzt richtig verkackt. Manchmal machen die Mapper die nämlich mit Absicht richtig schlecht. Na okay, die geht. Für Runde 15 ist die recht in Ordnung. Dann noch mit Double Tap und Punch. Ich hab meine Waffe gepuncht und merke einfach keinen Unterschied zu vorher. außer vielleicht, dass die Schüsse lila sind und die Tarnung etwas verändert. Und mehr Munition und Magazinkapazität. Aber ansonsten stärker ist sie jetzt nicht wirklich auffällig. Also gerade erstmal aus Versehen Capstock angemacht. Yay! Lol. Oh, gar nicht getroffen. Kennst du eigentlich Kino The Rebirth? Nee, ne? Die Map? Nee, sagt mir nichts. Ist halt Kino der Toten. Bloß so quasi im Exo-Zombies-Design gemacht und so. Lol. Und mit ganz vielen Waffen und so. Ist gar nicht auch ganz cool. Nice. So. Da muss ich mit der wunderschönen DG einmal across the map schießen, Bitch. Across the map, Bitch. Okay. Aha, sie funktioniert also doch. Kettenreaktion, meine Freunde. Oh, ich liebe das Ding, ne? DG. Ja, mit der DG habe ich immer so ein Feeling, als wenn ich Chino Nomad zocke. Göttlich. Da spielst du einfach nur DG ab Runde 30, so ungefähr. Chino Nomad ist auch so eine richtig geile Map. Habe ich noch nie gespielt. Ja, an sich ist sie nicht special, aber sie macht einfach richtig Bock. Okay. Ach doch, Chino Nomad, klar, natürlich. Ja, bloß die World War Edition ist tausendmal geil als die Black Ops, finde ich. Ja, ich habe ja nur die World War Edition gespielt, halt auf dem PC. Ja, ich habe da bei World War habe ich 232 Runden oder sowas gemacht. Nice. Solo. Richtig geil. Weil du hast ja da irgendwann, also du hast ja nur ein Spawn-Limit von einem Train ungefähr. Bei Chino Nomad. Ja. Und dann machst du am Anfang, kennst du diese Falle von Chino Nomad? Diese. Die dreht sich ja so, weißt du? Und diese Schwingfalle da. Ja. Wo es in den Sumpf geht, ja. Ja, genau. Die machst du halt an, läufst dann rüber zu dem anderen Sumpfgebiet und läufst da eine Runde rum, hast dann halt die Zombies angetrennt, schießt einfach mit der Decke rein, Runde zu Ende. Cool. Und ab irgendwas mit 200 fangen dann auch noch die Insta-Kill-Runden an, dann schießt du mit der Thompson noch ein bisschen. Das macht richtig Bock, ey. Nice. So, da wird ich hab Chino nur mal gerade eben unabsichtlicherweise mit Ding verwechselt. Shangri-La. Ah, Shangri-La ist aber auch cool. Aber die macht irgendwie, also ich finde, die macht nur Spaß, wenn man wirklich die Strategie und so kann, weil sonst ist man da echt aufgeschmissen. Ja. Ich würde sagen, allein gelassen. Das ist echt ein bisschen schwer. Weil es gibt da nicht so wirklich so ein Ort, wo du so relativ gut trainen kannst, also vielleicht so ein oder zwei, aber zum Beispiel bei Kino der Toten, das war ja bei ganz vielen Leuten die Map, mit denen sie angefangen haben, außer die jetzt bei Black Ops 2 dazu gekommen sind. Ja, bei Kino der Toten hast du richtig viele Orte, wo du trainen kannst. Okay. Das ist halt für Anfänger auch richtig einfach dann. Oder bei Black Ops 2 halt bei Town und sowas kannst du auch fast überall trainen. Ja. Und bei Chino Nomad hast du das, bei Shangri-La hast du das nicht. Krass. Ja, bei Mob of the Dead finde ich das auch nicht so einfach am Anfang. Nee, es ist so nicht. Hast ja nur die Cafeteria eigentlich. Ja, und das Dach. Ich habe früher mal auf dem Dach gespielt. Only. Echt? Ja. Nee, Alter, das kann ich überhaupt nicht. Wir haben immer zu zweit gespielt und dann jeder eine Seite. Ich finde es am angenehmsten,
In der Cafeteria mit Säurefalle. Mhm, ja, stimmt. Max Ammo? Ja, mach mal. Mein Ammo ist dann nämlich gerade leer gegangen in der Galerie. Nice. Hab gehört, du machst Endgame? Ja, ich will nur noch meine Ding punchen, dann noch meine Thunderguard. Dann habe ich meine drei Waffen gepuncht und ja. Ach, du hast eh das Rit. Ja. Oh, cool. Doch alle Perks. Ja, stimmt. Ja, ich kaufe mir die jetzt auch mal alle nach und nach wieder. Ist weit belastend, dass sie gestorben bin. Ja, kann ja mal passieren, ganz ehrlich. Ja. Ja, bei Custom Zombies ist mir jetzt auch egal. Außer ich gehe so richtig oft da und das ist dann echt belastend. Ja, stimmt auch wieder. Also ich habe keine mehr. Ich auch gerade nicht, aber es kann sein, dass weil ich unterwegs bin und doch, rumlaufe. Jetzt sind sie alle bei mir, toll. Naja, es sind ja nur noch die drei Stück, ich renne schnell zu Pack-a-Punch. Ja. Immer noch was. Kann ich da drüber? Na, schade. Weil meine Blunderguard ist inzwischen auch nur noch so eine vierläufige Steinschleuder. Dieses Rolltor verwirrt mich, ne? Ich werde irgendwie noch auch noch den letzten Teddy finden, aber der könnte echt überall sein. Ganz ehrlich, ich probiere jetzt meine Theorie mit den Dings. Mit den Teddys auf der Kiste, ne? Ja, das habe ich auch gerade gemacht. Ich habe ihn. Echt? Ja. Oh, du bist der einfach. Das Ding ist offen. Nice. Der saß über der Kiste. Ich glaube, du kannst Max Ammo kaufen. Gegenüber von Bowie Knife saß der in so einem Busch drin. Ja, du kannst hier nicht Max Ammo, aber du kannst Ammo nachkaufen für deine Waffe für 2000. In dem Raum drin, oder was? Ja, für die jeweilige Waffe, die du gerade in der Hand hast. Aber voll geil für 2000, Alter, wenn du eine Pack-a-Punch-Waffe hast, aus der Kiste oder so. Ja, nice. Soll ich töten? Die Zombies? Ja, kannst du machen. Warte mal, ich habe aber nur zwei. Cross the map, bitch. Leute, dann muss der eine noch bei mir sein. Oder er kommt noch nach. Ich höre auch gerade keinen. Hier ist er. Crawler oder was? Nee, nur der ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwo hängen geblieben bestimmt. Hey, Josh? Boah, lol. Digga, mach das bitte nicht mehr. Jetzt frage, ob hier der DG-Bug wieder ist. Normalerweise, wenn du dich ansetzt, verschwindet ja dein Jack für kurze Zeit und dann kannst du One-Hit-Down gehen. Oh, krass. So bin ich auf Schienen Nummer gestorben in Runde 232. Hab mich selbst angesappt, Hund kommt von hinten tot. Lol, belastend. Das war richtig belastend, ja. Aber das war so quasi meine erste richtige Runde auf Schienen Nummer, also von daher war es eigentlich auch nicht so dramatisch. Aber der Wettcall auf Schienen Nummer bei World of War ist ja auch 7000 irgendwas, das ist so krass, ne? Das Ding ist halt, alle stellen sich das immer so leicht vor, ne? Weil es quasi immer der gleiche Ablauf ist, aber ja, du musst ja ziemlich voll nervenaufreibend. Ja, du musst dich erstmal die ganze Zeit konzentrieren und zweitens hast du ja bei World at War hast du ja im Solo gar kein Quickwave, was dich wiederbelebt. Ja, daran musst du mal denken. Krass, ja, hast recht. Und dann 7100 Runden so die ganze Zeit einfach so straight durchspielen, ohne down zu gehen, ist auch nicht so einfach. Ja. Vor allem, weil die normal in Sumpfgebieten sind ganz oft so halt auch diese Pfeiler, wo du dran hängen bleiben kannst und so. Mhm. Ich hab schon wieder keine Muni, Alter. Egal, DG regelt. Ich glaube, ich gehe gleich erstmal meine DG punchen. Nicht meine DG, meine Galil. Ja, ich habe jetzt alles durchgepuncht mittlerweile. Läuft bei dir, Kay. Traurig, aber wahr. Gema ist schon da. Ich stehe einfach mal schon vor meiner Tür gerade. Oha, Anzeige ist auf jeden Fall raus. Oh ja. Aber es ist so ein geiles Gefühl, einfach so einen kompletten Trail mit der DG zu töten. Wie du einfach dazu reinschießt und alle Blitze sich so weiterleiten. Oh. Ich liebe das. Voll befriedigendes Gefühl. Echt so. Endlich war es erreicht im Leben.
Genau, genauso wie wenn du mit einem Staubsauger über so eine richtig dicke Staubfläche fährst. Ja. Das ist genauso richtig, Alter, richtig Autistenporn. Digga, die Blunder Guard, Alter. Du hast nicht zufällig Max Ammo Drop, ne? Nee. Okay. Schade. Digga, bei der Blunder Guard, ne? Die heißt Gepunched the Sweeper. Und wenn ich die halt, dann wenn ich gedrückt halt, schießt die 3 oder 4 Schüsse durch. Aber wenn ich sie einzeln klicke, also wenn ich sie trigger, dann sind es nur einzelne Schüsse. Also nur 2 Stück. Okay, also kein Acid Get. Nee. Schade. Aber ich weiß auch nicht, wie man das so ungefähr umsetzen kann. Ich glaube, das funktioniert gar nicht. Die hat auch, Ding, wie heißt's? Wenn du mich anguckst und du guckst auf die Waffe, dann siehst du ja nicht die Blunder Guard. Du siehst dann die Ding, die Olympia. Echt? Habe ich eben gar nicht drauf geachtet. Mhm. Musst du mal gucken, dann, wenn du es mir das nächste Mal siehst. Die hat den Olympia-Sprite. Ich meine, wenn man das Sprite nennen kann. Also. Ja, aber die sieht aber auch so, wenn man die selbst in der Hand hält, so ein bisschen Olympia-mäßig aus. Die sieht nicht so richtig aus wie im Original, finde ich. Die hat schon so ein bisschen diesen Farbton von der Olympia. Ja, die hat nämlich eigentlich, glaube ich, eine andere Farbton. Ich habe die ja schon gepuncht, deswegen sehe ich jetzt nicht. Oh, ich hab Money. Nice. Mal Witcher 8 nachkaufen. Ich wollte gerade sagen, ich höre es schon wieder über die ganze Map. Ja, aber der Song ist episch irgendwie. Aber das ist, glaube ich, nicht der Originale. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe nämlich noch nie einen Sound gehört beim Witcher 8. Ich auch nicht, weil ich mir das nie kaufe, weil ich das immer. Ja, immer durch Hexen, immer, ne? Ja, immer durch Buried, auf Buried durch die Hexe krieg. Ja. Ich würde sagen, ich glaube, ich habe es nämlich auch noch nie gekauft. Hälfte vom Endgame ist auf jeden Fall am Start. Ja, stimmt. Nice. Jesus Christ. Ja. Dab, 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 dab. Ich sehe einfach deinen DG-Strahl durch die Wand bis zu mir. Das war gar nicht mein DG-Strahl, ich war Elektrokirsche. So, okay, dann sehe ich den durch die Wand. Ja, das sehe ich bei dir aber auch. Dann kannst du jetzt mal kurz zu mir kommen. Dann zeige ich dir jetzt mal den Skin. Ja, ich laufe gerade bei PhD lang. So, ja, okay, ich sehe dich laufen. Bring einfach aus dem Ding, aus dem. Ach nee, gar nicht, ich will gar nicht PhD, ne? Ich laufe, glaube ich, gerade zu. Deadshot eher, ne? Ja. Na, komm schon. Guck. Ja, stimmt. Ich lauf den Turm wieder hoch. Jo. Juhu, endlich. Endlich wieder Turm spielen. Ich spiel Don Röschen hier oben jetzt. Ich komme aber nicht hoch, dich küssen. Manu. Boah, Alter. Das war gerade richtig fast todbelastend und so. Und dann, ich war gerade nämlich wieder im Turm. Ich wäre da fast draufgegangen, ey. Da hättest du mich echt nicht kriegen können. Krass. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es fehlt mir nur noch Eselstritt. Wo ist denn das? Oh, keine Ahnung, Alter. Ich glaube irgendwo im hohen Gras. Echt? Mhm. Ach so, ja, ich seh's. Ja, gut.
Ich wusste mich noch gerade in etwa, wo der Schalter war, den du mir gezeigt hattest. Und hab da einfach in der Umgebung geguckt. Der war dann irgend so eine Ecke drin. Hab schon. Ich bin bloß gerade nicht hin wegen den ganzen Zombies. Dip, 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 da, da, da. Aua. Oh, der Zombie mich einfach von hinten. Easy. Ja, jetzt habe ich auch die 10 Perks. Nice. So, und dann noch gleich wieder den Turm hoch. Hat ja beim letzten Mal so gut funktioniert da im Turm. Nimm einfach die DG in die Hand und dann sollte mir kaum was passieren. Dann gehe ich straight an die Kiste und guck mal, was es so für Waffen gibt. Oh ja, der True Enemy, der wird rasiert. Noch 10.000. Oh, du bist ja scheu schnell, Mann. Oh, toll. Mal gucken, wo die Kiste jetzt hinkommt. Okay, da hinten irgendwo. Oh, ich muss zum Rolltor. Max Ammo kaufen oder was? Ja. Also, es wäre ganz cool, wenn das so ein Max Ammo Job für alle wäre. Mal gucken. Das wäre noch geiler gewesen. Nee, das steht für irgendwas mit Current Weapon und so und ja. Ah, hier ist die Kiste. Oh, A96, Alter. Lass den Sniper-Spaß beginnen. Gar nicht mehr Insta. Oh, so jetzt bestimmt. Ich weiß nicht, ob ich die A96 punchen soll. So just for fun einfach die guten alten Sniper-Zeiten von Overlook Hotel wieder nachholen. Oh, da liegt Money. Nice. Hey. Oh scheiße, der Insta ist ja vorbei. Ich bin gerade voll auf den Insta verlassen, ey. Oh, der Headshot, Alter. Fail. Irgendwie will ich die A96 ja punchen und gucken, was rauskommt, ne? So, das mache ich jetzt auch. Du machst ja eh Endgame. Ja. Du kannst mit deinem Geld umgehen, wie du willst. Ja, Mann. Ist ja besser als Freibier. Also mal gucken, ob ich hier rauskomme. Aber ich habe auf jeden Fall meine DG in der Hand. So, jetzt. Jetzt kann ich den Pro-Sniper spielen. Wie man einfach keinen Sound hört, wenn ich schieße damit. Nur 4000 Punkte. Oh. Da kennt er nichts, Alter. Zack. Zack. Oh, shit. Oh, shit. So, aber jetzt mach ich den Profi-Move, Alter. Aber die ganze Zeit nur am Snipen, ey. Die ganze Zeit Quickscopen.
Treff bei dir. Wenn man es halt kann, ne? Pass auf, ich komme mit Zombies. Ich ziele die mal ab, ne? Ja, mach das. Da ist er dabei. Mach das Endgame. ein paar Punkte fehlen noch. Ja, ein 41.000, ne? 41.150. Was ist denn das für eine Zahl, Alter? Wer kommt ja, wegen 115, sowas? Aber dann hätte er auch 15.000 oder sowas machen können. Ja, 115? Ja, oder 11.500. Ach, 115 ist doch ja, das Zombie-Zeug, das Zombie-Element, ja. Ja. Und nun Pentium. Das finde ich cool, dass wir das bei unserer, du hast ja auch das, die Hardnet Edition von Black Ops 3, ne? Ja. Das kriegen wir. Wir kriegen ja Ding. Oh yeah. Wir kriegen ja waffenfähiges 115, die Tarnung und die ja. Cyborg-Tarnung. Finde ich voll geil. Vor allem, weil waffenfähiges 115 finde ich so die geilste Tarnung. Ja, die ist ganz fresh. Und die Afterlife-Tarnung. So, gehen wir runter zum Endgame oder wollen wir noch spielen? Ne, wir können ruhig kaufen. Ne, dann kaufen wir es. Ja, you survived, congratulations. Oh ja, 115. Wo wir gerade dabei sind, Alter. Und jetzt geht's rein, Junge. Jo. Ha, schön, schön war's. Hätte natürlich ein bisschen dunkler sein können. Das Ganze war Nacht oder so. Ja. Und wäre es noch ein bisschen epischer gewesen, aber ansonsten war es relativ gut, ja. Kann man auf jeden Fall spielen. Für die Leute, die es noch spielen wollen, ist der Map-Link natürlich in der Beschreibung. Und ja, Josh ist auch unten in der Beschreibung. Der hat auch einen YouTube-Kanal. Da könnt ihr gleich mal vorbeischauen. Alle Videos liken und deabonnieren wieder. Alle Videos liken und deabonnieren vor allem. Ja. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Vergesst nicht, das Video hier zu liken und zu kommentieren und ein Abo da lassen. Dann verpasst ihr nämlich auch nichts mehr. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao. Tschüss. So, also würde es dann aussehen, dass wir ein Kistenspot, aber eigentlich ist es der Teddy, der nur auf Kisten sitzt, so weißt du? Und den müsste man dann anschießen. Oh, das wäre richtig tricky, Alter. Da muss erstmal einer drauf kommen. Das liegt hier noch. Weil mal, ich verpiss mir kurz ein bisschen und schwende, glaube ich, hinten an ein bisschen. Das war gerade echt ein bisschen tricky, Alter. Ich bin fast drauf gegangen. Ich habe noch einen Switch gefunden. So mitten im Gras. Nice.